Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1. Ja, im letzten Part, da sind wir wieder hier in diesem Vulkan gelandet und weitergelaufen. Denn, ja, hier geht's halt lang, ne? Hier ist das Chaos des Feuers am Wüten und wir sollen es aufhalten. Dini steigt ein Level auf. Okay, sehr schön. Gut. Dann wollen wir natürlich gleich weitergehen, damit wir dann irgendwann auch mal am Ziel ankommen. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir da mal ankommen würden. Das Feuer schadet uns, aber wir können drauf laufen. Das ist gut. Ach ja. Im Angriffsvorteil. Die Gegner sind auch nicht wirklich das Problem, finde ich. Man sieht, dass sie eigentlich relativ schnell weg sind. Also von dem her, da haben wir keinerlei Probleme. Da unten ist wohl nichts. Oh je, ich habe mich voll verirrt gerade. Hoppala. Ein Hinterhalt. Na, bravo. Ah, er setzt wieder Blink ein, oder wie das heißt. Hoho, ausgewichen. Okay, da greifen wir es so an. Und ein bisschen Magie machen wir auch mal rein. Eisra, weil das alles so hier ist so heiß und bla. Und da müssen wir die mal ein bisschen abkühlen. Ne? So, der Ogre Magus ist auch weg. Natürlich wird unser Kevin und unsere Dinis angegriffen, wie immer. Immer auf die Magier. Ach, sehr schön. So, besiegt. Luzi steigt auch ein Level auf. Müssen wir heilen? Nein, noch nicht. Das müssen wir erst demnächst. Okay. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob nach da irgendwo Kisten sind. Wenn ich was übersehen habe, dann einfach sagen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ein Hinterhalt von einer Feuerechse. Gott, ist sie bunt. Bist du in den Farbtopf gefallen, oder was? Also sorry, aber die sieht echt so aus, als ob sie in den Farbtopf gefallen ist. Die blaue Zunge, die blauen Haare da oben. Denn der Rest so in so einem grün, gelb und rot. Eine Feuerhydra. Die geht auch schnell weg. Normalerweise. Die ist keine Herausforderung. Ach, Tit. Ui. Luzi, du bist echt, du haust echt auch rein. Oh. Ein Lava-Wurm. Okay. Den dürften wir auch relativ schnell entsorgen. Auch wenn er hier einen auf. Ich bin so ultra stark gegenüber eure Eingriffe tut. Ja. Wie schaut's jetzt aus? Noch nicht. Da reicht noch ein Kampf. Und selbst wenn wir am Phönix federn, ein Hinterhalt. War ja klar. So, das schaffen wir aber auch wieder ohne Magie. Selbst wenn wir Äther da haben. Dürfte kein Problem sein hier. Ah ja, und weg ist die Feuerechse. Kevin steckt ebenfalls ein Level auf. Und das ist eine weitere Kammer. 1067 Skill haben wir gefunden. So, ich bin jetzt nur unschlüssig. Ich glaube, da geht es irgendwie weiter. Da war auch. Oh Mann. Und drei Ogre-Maguse. Magus, drei Ogre-Magus, aber die greifen wir mit Magie an mal, weil das halt drei Stück sind. Und ich das gerne in einer Runde hätte erledigt. Wollen so. Wer jetzt noch überlebt, der okay, ja. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Da ist eine Tür. Ja, okay, da ist dann nicht der richtige Weg. Sehr schön. Antidot. 880 Gil. Frostschwert. Okay. Optimal. Optimal. Ah, sehr schön. Optimal. Dann dürften wir jetzt soweit. Ja, war ja klar, dass da ein Angriff kommt. Das dürften wir aber so schaffen, also da mache ich mir keine Gedanken. Ah ja, schaut mal. Das Frostschwert haut rein. Flammenschild. Okay. Rüsten, wahrscheinlich auch wieder für ihn. Und was kriegt er jetzt? Nichts, okay. Ja, damit ist er gewappnet für dieses Areal. Und wir könnten aber jetzt mal heilen. Und zwar hier. Mit High Potion natürlich. Da auch noch ein bisschen passt. Ja. Und ihn noch. Dafür brauchen wir natürlich weniger, weil die mehr zurückgeben, aber trotzdem. So. Hier mal weiter durchrennen. Noch eine Truhe und so. Hoppala. Und wieder ein Lava-Wurm.
Aber mit dem Frostschwert dürfte es ja kein Problem mehr sein. Ach ja, schön. Die Angriffe werden immer stärker. 10 Gil gefunden. Wollte mich jetzt verarschen. Und nochmal ein Hinterhalt. Ja, aber an der gleichen Stelle. Also es ist, scheint so programmiert zu sein, dass die Monster nur an bestimmten Stellen kommen. Zumindest in diesen Schatzkammern scheint es so zu sein. So, da ist eine weitere. Oh, Minotaurus. Hallo, dann nutzen wir auch mal Eisra. Ja, war ja klar, dass ihr erstmal meinen Magier angreifen müsst. Also ich, normalerweise haben Monster, die in dieser Gegend leben, eine Schwäche gegenüber Eis. Daher nutze ich einfach mal die Eiszauber. Oh, und sie haben überlebt. Wow! Denise, wie viel hast du da gerade reingehauen? Das war ja übel. Wow, und Kevin auch. Dann haben die eine relativ niedrige Verteidigung, wenn wir so viel Schaden ausrichten. Eine Kiste ist schon leer. Okay. Eine leere Schatztruhe. Okay. Und wieder ein Kampf. Im Angriffsvorteil. Das ist super. Perfekt. Im Angriffsvorteil ist immer gut. Vor allem mit dem Eis, mit dem Frostschwert hier. Perfekt ausgerüstet für dieses Areal. Jetzt fehlen nur noch die anderen mit ihrer Ausrüstung, aber das soll ja alles kein Problem sein hier. Ah ja, und schon ist der Lavawurm ebenfalls weg. Das läuft doch wie geschmiert. Chris steigt ein Level auf. Und? Jetzt ist Chris es. Oh ja. Level 35 und Level 36. So, schaut doch super aus. 1250 Gil und da kommt natürlich ein Kampf. Eine Feuerechse. Ach ja, und jetzt kommt das Frostschwert und dann haut sie ab. Bam. Okay. Und da kommt natürlich auch ein Kampf. Noch eine Feuerechse. Was für ein Zufall. Zack. Gleich dürfte es aber weg sein. Ach ja. Und dann machen wir um beide Felder mal einen großen Bogen. Stab gefunden. Rüsten. Dann dürfte der Stab doch nicht. Okay. Hätte gedacht, dass er einer für den... für die Magier sein könnte, aber gut, dann nicht. Hm. Oh je. Und diesmal machen wir nicht mehr so viel aus. Okay, das ist merkwürdig. Aber naja, die sind trotzdem schnell weg. Wie schaut es eigentlich gerade aus? Ja, müssen wir noch nicht heilen. Fünftes Untergeschoss. Und schon wieder so verzweigte Gänge. Hoppala. Ein Hinterhalt. Oh ja. Yeah. Natürlich. Der wusste ganz genau, dass wir hierher kommen. Daher hat er gewartet. Und da hat er seinen Tod bekommen. Oh ja. Yeah. Okay, und noch eine Feuerechse. Bam bam. Zerstört. Gut. Und Denise steckt ein Level auf. War ja klar, dass da auch hier was kommt. Was? Ein Rotdrache. Oha. Der scheint ein bisschen stärker zu sein. Ein bisschen. Hoppala. Dann müssen wir danach auf jeden Fall heilen. Oh ja, geht. Er hält auf jeden Fall nicht sehr viel aus. Aber ordentlich Schaden teilt er aus. Dann müssen wir auf jeden Fall erstmal heilen. Hm. Wird ein bisschen langsam knapp, aber ich mache mir da keinerlei Sorgen, denn wir haben ja noch Denise da. Die zur Not immer noch heilen kann. Flammenpanzer gefunden. Da können wir gleich hier ausrüsten. Dann mal schauen, aber er kann die Rüstung nicht tragen. Okay. War ja klar, dass da wieder die Feuerechse ist. Irgendwie ist es immer so. Und sehr schön. Luzi steckt ebenfalls ein Level auf. Ach ja. Und ein Feuergigas. Oho, jetzt wird's interessant. Aber der ist auch gleich weg. War der Hillgigas dann Erde? Hoppala. Und Ogermagus und Ogerhäuptling. Da nutzen wir wieder Eisra in diesem Areal hier. Bam. Blink. Was bringt das eigentlich? Ich weiß es gar nicht, was dieser Angriff bringen soll, dieser Zauber. Aber gut. Bam. Wir nutzen Eisra, weil Eis viel zu schwach ist. Daher Eisra. Weil irgendwie wären die Zauber da auch nicht stärker. Da ist nichts. Nur ein Wurm, der uns hinterherkriecht.
Aber kein Hinterhalt, als ob wir es gerochen hätten. Wahrscheinlich stinkt der bestialisch, dieser Wurm. Wer weiß. Man kann es nie wissen. Zack, im Angriffsvorteil. Das ist sehr schön. Dann dürften wir die relativ problemlos besiegen. Und? Ja, super. Okay, Kevin steigt ebenfalls ein Level auf. Sehr schön. Und da ist eine Sackgasse. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da an der gleichen Stelle, wie zum Beispiel hier, nochmal Gegner gekommen wären. Und da nutzen wir aber auch Eisra. Boah, das macht echt unglaublich viel aus langsam. Wir klettern im dreistelligen Bereich immer höher. Irgendwann machen wir im vierstelligen aus. Bam. Aber das dauert noch ein bisschen. Das heißt, laufen wir zuerst mal da hoch. Auch nichts, okay. Nur ein Lava-Würmchen. Aber man muss ja alles austesten, ne? So, der Lava-Wurm ist auch besiegt. Unglaublich viele Gegner immer. Aber ich finde es nicht schlimm, dann haben wir ein schönes Level. Dann kann ich eigentlich bessere Berufe machen. Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich bald. Dürfte eigentlich nicht mehr lange dauern. Aber naja. So. Das ist nur eine leere Truhe. Eine leere Schatztruhe. Okay, da hat schon irgendjemand die ganzen Sachen geplündert. Und wieder ein Lavawurm. Komm, Chris, greif du auch noch an. Sehr schön. Okay. Huch. Sollen wir da mal runterlaufen? Da ist nur die Treppe nach oben. Okay. Und Ogermarkus und Höhlenhund. Okay. Das heißt, wir müssen wieder mit Eisra reinhauen. Tschingling. Und der zweite, der ist auch weg. Oh, hör auf, Denise anzugreifen, du Sack. Komm, mein Bruder beschützt mich. Bam. Ja, mein Bruder kommt ja auch bald wieder zu mir. Also, wenn ich das aufnehme, ist er erstmal. Ne? Nur zur Info. Und eine leere Schatztruhe. Und ein Lavawurm, der natürlich wieder in der Schatztruhe rumhängt. Wahrscheinlich haben die alles gefressen, was da drin ist. Würde mich zumindest nicht wundern, so gefräßig wie die aussehen mit ihrem Sabber da am... Eine leere Schatztruhe. Mit ihrem Sabber da am Mundwinkel, so widerlich. Okay, da scheint auch noch eine zu sein. Wahrscheinlich scheint es hier aber dann weiterzugehen. Wenn ja, ist ja nicht schlimm, wenn wir das wissen. Nein, hier ist auch nur eine leere Schatztruhe. Alles leer. Wahrscheinlich geht es da dann gleich weiter. Im Angriffsvorteil. Ich bin ja gespannt, wie übrigens das Chaos des Feuers aussieht. Oder zumindest der hier im Vulkan wüten soll. Wahrscheinlich ist es so ein riesiger Feuerdinger irgendwas. Feuerdrache kann es ja nicht mehr sein, der ist uns ja schon begegnet. Hahaha. Hier bitte Feuerwitz einfügen, danke. Ja, Chris steigt dein Level auf. Schon wieder? So, oh Gott, das geht so schnell zur Zeit. Ich steige pro Part, glaube ich, 2 oder 3 Level auf. Unglaublich. Aber ich kämpfe auch relativ viele pro Part. Bin ja gespannt. Das dürfte eigentlich relativ schnell gehen, aber wahrscheinlich müssen wir auch wieder 2-mal hier reinsteigen. Um irgendwie wieder den Kristall läutern zu können. Würde mich aber wieder annerven, ganz ehrlich. Aber irgendwie glaube ich es dann doch wieder nicht, wenn das einmal geschieht. Okay, aber 2-mal... Da zweifle ich ein bisschen dran. Joa. Da können wir auch so mit normalen Angriff hier vorankommen. Und? Los! Oh, ja, hör auf, meine Denise anzugreifen. Geht's noch? Da, bitteschön. Bam. So. Wunderbar. Da ist er. Ihr habt dazu das Chaos der Erde vernichtet und meinen Schlaf gestört. Ui. Sind wir schon da? Ui. Ah, es ist also ein Vibe. Okay. Ich bin Kali, das Chaos des Feuers. Ihr werdet Höllenqualen erleiden, bevor ihr zur Asche werdet. Meine wütenden Flammen werden dafür sorgen. Ja, ja, laber nur weiter. Ich hätte vorher heilen sollen, bevor ich das angesprochen habe. Naja, egal. Dann nutzen wir jetzt aber Magie, nämlich haben wir Eisgar? Nö. Aber wir hätten Leben. Aber ich nutze jetzt einfach nur Eisra. Bam. Okay, das macht nicht so viel aus. Vielleicht sollte ich in der nächsten Runde auf jeden Fall heilen mit Denise.
statt einfach anzugreifen. Feuerer, mal schauen. Dürfte eigentlich nicht so viel ausmachen. Oh. Hi. Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Da. Du heilst mal den Magier hier. Du greifst normal an und du greifst mit Eisra an. Heilpauschen schnell, damit er uns nicht hier verreckt. Und dann kommt Heilung, sehr schön. Damit uns alle nicht wegsterben. Bam, bam, bam. Hallo? Da sollten wir vielleicht Magie einmal verwenden. Lika und Item, High Potion, damit sie uns auf jeden Fall nicht gleich beim ersten Angriff wegstirbt. Du nutzt jetzt mal Beben. Bam. Da machen wir deutlich weniger Angriff, verdammt. Na toll, jetzt kommt es. Ja, jetzt kommt es nicht mehr zu. Ja, toll, super. Jetzt kommt es viel zu spät. Die ist schon ein bisschen. Okay, Beben scheint nicht zu wirken. Phönixfeder. Du greifst an und du machst mal hier mit High Potion dann alles heile. Zuerst bitte die Phönixfeder, perfekt, und dann die High Potion, genau. Sehr schön. Dürfte zwar jetzt nicht ordentlich so sein, wie es sein soll. Ja, bravo, willst du mich verarschen? Items, erstmal High Potion. Du heilst dich auch mal hoch. Und du greifst an. Boah, Alter! Ernsthaft? Was ist das für ein Mistviech? Und nochmal High Potion. Und Angriff. Damit wir voll sind und dann alle hochheilen können. Nacht. Oh, bravo. Und zum Glück daneben. Angriff, Angriff. Wir greifen jetzt einfach mal wild drauf an. Los an. Ja, super. Warum ist sie jetzt plötzlich so stark? Oh, weh. Okay, der Kampf geht doch deutlich schwerer als die anderen bisher. Halt. High Potion an dich. Und Angriff. Naja, wenn ich Game Over gehen sollte, dann, ja, verarschen. Super. Okay, ich sollte. Egal. Passt schon. Passt schon. Passt einfach. Okay, okay, okay. Also habe ich mich geirrt mit dem Zuständigsein, bla. Immer der Erste hat den Kristall in der Hand dann, um das zu reinigen. Bäm, leuchtet wieder. Sehr schön. Aber was wir jetzt als allererstes machen? Huch. Feuergruft, wo ist denn die? Huch. Okay. Ding, weg. Sehr schön. Okay, wir heilen zuerst natürlich alle hoch. Bäm. So kann ich die nämlich hier nicht liegen lassen. Das wäre doof. Und dann müssen wir danach unseren Vorrat auf jeden Fall unbedingt auffüllen. So, den Rest müssen wir jetzt so mit Magie machen, aber das ist ja kein Problem. Ein paar Mal Vika sollte eigentlich reichen. Und da unten Vita. So. Okay. Passt. Halt, brauchst du auch Heilung? Ja, ein bisschen Magie. Dann nutzen wir aber nur Vita. Ach komm, ein bisschen. Alter, da hätte ich auch Vita nutzen können. Hätte ich das gleich gewusst. Naja. Ich habe jetzt gelernt, man kann hier rein. Und kommt dann gleich raus. Hätte ich das sofort gewusst. Aber naja. Ich dachte nämlich nur, dass es so ein komisches Leuchten überhalb, oberhalb des Vulkans wäre, aber gut. So, natürlich sind wir jetzt gleich draußen. Sehr schön. Kehren wir erstmal zur Stadt zurück. Machen aber erstmal die Goblinwächte hier kaputt. Ach ja, schön. So, wobei wir machen hier an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!